mitten im Gefecht heiße ich euch herzlich willkommen zu Folge 2. Ich werde jetzt mal... Ich komme da nicht hin. So, auch mehr Zeit. Bin fast soweit. Bam. So, ich gehe mal nach oben. Habe ich auf jeden Fall einen Höhenvorteil. Ich reprogrammiere die CPU-Sockel. Schneller. Effektion braucht Zeit, Baby. Nein, Effektion braucht einen richtigen Schutz. Steck die mal ein bisschen mit Granaten ein. Oh, ja, da habe ich mich verworfen. Ich werde jetzt gleich eine andere Waffe nehmen. Und zwar die hier. So. Na, das läuft doch gut, oder? Wo ist er? Ich denke, er kann sich verstecken. Aber ohne mich, ohne mich. So, wo haben wir noch was? Da hinten. Ich gehe mal zum Angriff über. Angriff ist ja die beste Verteidigung. Aber eventuell sollte ich mir vielleicht doch überlegen, die Maus nicht ganz so krass einzustellen. Ich hab's. Ja. Mission gescheitert. You fail. Hä? Spider! Konzentration, Lieutenant! Was soll ich jetzt machen? Scheiße! Helo 7-3, sofortige Evakuierung! Lieutenant Brown am Boden! Helo 7-3, im Anflug! Rex! Eine große Datenmenge! KI beschädigt! Blut! Blut! Es war ja eigentlich klar, dass er stirbt, wenn man so von den klassischen 80er Action, mein Deutsch heute wieder. Von den klassischen Actionfilmen ausgeht, war klar, dass er sterben muss. Er gehört ja nicht unbedingt gerade zu den Helden des Spiels. Aber schönes Spinnennetz-Tattoo, ne? Da. Scheiße! Halt! Finde die Raketensteuertafel für mich! Habe verstanden. Ziel wird markiert. Mission. Deaktivieren Sie sekundäre Zündsteuerung. Die sekundäre Zündsteuerung, ja. Gut, also. Dann wollen wir mal von dann ziehen. Aber ich plünder erstmal noch hier ein bisschen die Leichen. Ach, ich krieg schon wieder Besuch. Ja, yes, sowas überhaupt. Okay, pass auf. Kann das sein, dass das jetzt gerade ich selber war? Ach, verdammte Scheiße. Nochmal so einer. Immer schön auf den Kopf zielen. Es gibt aber dann. Oder wird es noch geben? Diese Flammenwerfer-Typen, die sind so. Auf der einen Seite arg, auf der anderen Seite, wenn man sie von hinten trifft, explodieren ihre Tanks so praktischerweise. Und das in einem schönen Effekt. Ja, das sind Blündern. Das hier. Ha, wie er sich hier versteckt hinter der Säule. Der kleine Bub. So aber nicht. Ich werde jetzt erstmal für einen gewissen Bestand an Herzen sorgen.
Na komm schon. Oh. So. Ich denke, das reicht fürs Erste. Aber dann müssen wir erstmal hier rein. Und es ist keiner mehr da, aber natürlich die Lasergeschütze, die... Irgendwas schießt da noch, aber es ist keiner mehr da. Yeah! Home Run! Also die musikalische Malung ist einfach zu geil, einfach. Zu geil für dieses Spiel. Ich wünsche mir die künftigen Far Crys genau dem gleichen Stil. Die Videos könnten halt ein bisschen besser sein. Sie sind wieder online, Colonel. Dankeschön, Darling. Für Sie, Dr. Darling. Für Sie, Dr. Darling. Colonel Sloan, wir sind's. Sergeant Rex Power Colt. Lieutenant T.T. Brown. Natürlich. Die setzen euch auf mich an? Also das, genau das ist die Definition von Wahnsinn. Darling, Sie sehen vor sich zwei waschechte Mark IV. Die Krone der Schöpfung zu Ihrer Zeit. Ich weiß, was mit Ihrem Gesicht passiert ist. Ich weiß, wer dein Gesicht behandelt hat. Macht mag eine gemeine Schlampe sein, aber sie ist eine Wildkatze im Bett. Sir, was ist passiert? Man sagt, dass sie desertiert wären. Das muss ein Irrtum sein. Seit der Zerbombung Kanadas und der Besetzung Australiens steuert die Welt auf den Abgrund zu. Wir sind nicht mehr auf Kurs, Gentlemen. Und jetzt will die Regierung, unsere Regierung, eine Aussöhnung mit den roten Teufeln. Aber ich weiß, wie wir das wieder gerade rücken. Rex, der ist irre, Mann. Wie lauten eure Befehle bezüglich mir und Omega Force, hä? Wie genau weiß Washington Bescheid? Tut mir leid, Sir, ich respektiere Sie, aber ich kann nicht... Dann habt ihr ihre gottverdammten Lügen geschluckt. Sehr schade. Hast du meinen Hauptrechner in deinen Cortex geladen? Nein. Ich weiß, was Sie planen. Ihr Mark IV seid schlau. Nur leider viel zu unabhängig. Was passiert jetzt? Verflucht nochmal. Eine Wrestling-Einlage. Man kann jeden fügsam machen. Oder zur Not ausschalten. Nein! Sie sind tot. Ich habe euch, Mark, vor all meine Kampfkünste einprogrammiert, richtig? Ich sag dir was. Ich gebe dir eine Chance auf den Lottogewinn, Junge. Bam, da liege ich am Boden. Vernichtend geschlagen. Cryer Patch, bitte kommen. Sergeant Rex Colt? Wer? Ich sehe keine Sterne, ich sehe ihn bald. Ich habe für die Untersuchung und ihre Kommunikation eingeklickt. Sloan hat sie von Cryer Patch abgeschnitten. Was zum Teufel? Aha. Was sind wir denn hier? Dort sind sie sicher. Und warum sollte ich ihnen trauen? Weil ich diesen Sloan hasse. Oh. Okay, Doc, wie lautet der Plan? Bleiben Sie ruhig und versteckt. Die Blutdrachen haben keine guten Augen. Sie lieben Cyborgs und Menschenfleisch. Was? Hallo? Fuck. Scanne Höhlenraum. Ausgang lokalisiert. Mission entkommen. Alarm. Ich soll also die Höhle verlassen. Vermeiden Sie keine Ausrüstung. Und bin schon wieder Level gestiegen. Ja. Na, Level anstiegen. Gut.
wird zwar meine Gesundheit wieder gefüllt, aber ich kann halt keine Was ist das für ein Fähigkeitspunkte oder so vergeben. Die sind fest vorgeschrieben. Die lassen sich dann auch im Menü abrufen. Besuch. Na dann, guten Appetit. Nee, scheiße, ich bin nicht. Alle wieder verkocht. Kann die alle nicht mal was Gescheites kochen? Die Kreatur verströmt Biostrahlung. Der Scanner ist nun so kalibriert, dass er ihre so, Gegenwart bei grün. Die haben grün, gelb und rot und grün ist. Ja, friss nur weiter. Ja, das ist alles in Ordnung ist. Genau, hier gibt's nichts zu sehen. Ich bin gar nicht da. Ich werde mich nicht zu erkennen geben. Wer da drüben steht und die anderen guckt, aber bestimmt nicht brav, der Kleine. Du Pilzer, guck dir die wandern. Denke über deine Schandtaten nach, was du den Soldaten hier angetan hast. Das Ding steht mir im Weg, verdammt. Was jetzt? Ich bemerke erhöhte olfaktorische Fähigkeiten. Werfen Sie Cyberherzen, um den Drachen wegzulocken. Das ist natürlich wieder so eine kleine Trainingsphase. Ich liebe wo ich beigebracht bekomme, was ich mit den Dingen eigentlich am produktivsten anstelle. Ach, wieso habe ich eigentlich eh nur noch drei? So, ich kann jetzt nach links oder nach rechts. Ich werfe jetzt einfach mal nach rechts, weil mir links irgendwie praktischer erscheint. Miep, miep. Werf das doch da auch noch dahin. Ziel, den markierten Aussichtspunkt erreichen. Ich empfehle, weitere Cyberherzen zu sammeln. Okay, da wird jetzt wieder ruhiger. Ah, kommt der nächste wegen dem zweiten Herz. Das mit den Dingern ist definitiv nicht zu spaßen. Gehen die jetzt beide da? Nein, 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 der kommt nach oben. Und da ich jetzt gerade nicht so sonderlich bewaffnet bin. Werde ich auf jeden Fall alles tun, damit sie mich nicht sehen. Also sie sehen mich, sie sehen eigentlich sehr schlecht. Sie können mich wahrnehmen, wenn ich halt schnell laufe. Also sprich aufrecht stehe. So, schleich, schleich, schleich. So, und die Schilde hier, die können sie nicht durchdringen. Sie können zwar beispielsweise ihren Plasmastrahl reinschießen. Ich zeige jetzt einfach mal Plasmastrahle zu. Und ich kann auch durchlaufen. Aber die Drachen selber können halt nicht rein. Der Schild schützt die Soldaten im Inneren vor den Drachen. Aber er hält nicht deren Fusionslaserschüsse ab. Genau, Fusionslaserschüsse. Verflucht. Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz an die von mir markierten Orte. So. Dann werfen wir mal. Miet, Miet! War das gerade eine Mietfekatze? Ah, da kommt schon einer. Ich weiß nicht genau, also es richtet sich nicht immer nach der Entfernung. Ich hätte es eigentlich eher gerechnet, dass der hier da kommt, aber. Heilige Scheiße! Heiliges Blechli! Ah, da kommt auch schon der zweite. Weil hier gerade so schön Action ist. Action ist. Ich sollte gar nicht hier sein. Oh, alle andere. Hauen Sie ab. Nicht, wenn Sie es mit Sloan aufnehmen wollen. Durchsuchen Sie die Festungsanlagen nach Ausrüstung. Ich habe in den Bunker Waffen lokalisiert, die Sie nutzen können. Ey, Guck, ey, Glotz. Mission. Nein, nicht, was ihr jetzt wieder denkt. Um Gegner in der Basis vom Bogen. Ausguck zu markieren. Ja, das ist der Neobogen. Ist eine recht effektive Waffe, also ist eigentlich egal, wo ich die Gegner treffe.
Mit einem Schuss sind sie normalerweise tot. Okay. Ich rutsche mich jetzt mal darunter. Missionsziel: Sie können Garnisonen auf mehrere Arten sichern. Töten Sie alle Gegner selbst, locken Sie Drachen zum Haupttor oder deaktivieren Sie die Megaschilde. Dadurch werden automatisch Drachen in die Garnison gelockt. Oh, vielleicht können Sie auch... Verdammt nochmal, als Maul hat. Ich mach, was ich will. Verdammt nochmal, als Maul! Denken Sie nur daran, dass es zwei Wege gibt, die Megaschilde zu deaktivieren. Entweder an der Konsole oder direkt am Generator, der sich zerstören lässt. Bla bla bla, töte bla bla bla. Ich find's so geil. So, ja, ich muss, glaube ich, da rüber. Aber ich glaube, da hätte ich genauso gut auch oben bleiben können. Ich will nämlich hier wirklich mal den General ausschalten, weil mit dem Blutdrachen zu spielen, das ist einfach nur eine lustige Sache. So. Ah, von da. Dann der hintere. Machen wir das mal. Das war knapp. Jetzt aber vielleicht praktischerweise den da. So, jetzt hat er natürlich die Leiche entdeckt, oder ist er nicht ganz auf den Kopf gefallen? Macht sich Gedanken, was ist mit dir los, mein Freund? Steh doch auf. So. Und ab geht's. Du riechst die Mitte. Oh. Ja, es ist echt egal, wo ich die treffe. Das Praktische an den Pfeilen sind natürlich, die leuchten auf. Und im Dunkeln beispielsweise sind die echt geil wiederzufinden. Also die haben eine Munitionseffizienz, die Bögen, das ist richtig geil. So, hier haben wir einen Sniper. Och. Ich bin heute wieder nicht schnell genug für die Sniper. Yeah. Aber ich bin auch lieber etwas genauer. So. Jetzt haben wir hier. Genau. Alarm deaktivieren. So. Ja, ich will eigentlich da hoch. Ich meine auch. Hier kann ich jetzt noch nicht benutzen, richtig? Richtig. Ja. Doc, sind Sie in Sicherheit? Bin ich. Und gleich wird es sicher blutig und laut. So ein Zufall. So wollte ich meine. Ach, so blutig wird's nicht. Es kommt ja keine Verstärkung. Die sind ja alle am Arsch. So, jetzt haben wir mal schon hier die. Die Pfeile wieder verteile. So großzügig. So. Das ist jetzt mein Stützpunkt. Mein erster. Ich hatte heute meinen ersten. Nein, eigentlich nicht. Aber gut. Schicken Sie mir Ihre Koordinaten und ich komme. So, was haben wir hier? Gut, ich habe jetzt nicht die Schilder ausgeschaltet. Aber egal. So. Schauen wir mal, wie viel Munition das wir hier haben. Beziehungsweise, ich kann ja auch an den Automaten gehen, aber ich habe noch nicht so viel Geld. Obwohl, 1290. Mal gucken, was eine... Ach, ich kann noch nicht. Bam. Give me your heart. Give me your soul. Ach, ich höre lieber auf zu singen. Ich
will euch nicht unnötig wehtun, mal zu gucken. Ja, dahin. Ja, wieder nur. So, jetzt wird lang. Missionsziel erreicht. Sind Sie okay? Ja, vielen Dank. Sind Sie okay? Sexy Leute? Wir sind nicht sicher. Vielleicht lebende Fossile aus der frühen Kreidezeit. Wir nennen sie Blutdrachen. Oder kurz BDs. Als Sloan ihr Blut getrunken hat, hat er seine Kybernetik überladen. Er hat ihr Blut getrunken? Ist das ein Witz? Nein, Sergeant. Wenn's einer wäre, dann ein schlechter. Das Blut hat Sloan überladen und ihn noch stärker gemacht. Und sehr hässlich dazu. Warum helfen Sie Sloan? Oh, wo war ich so hässlich? War er doch gar nicht. Vor? War halt männlich. Beruhigen Sie sich, bitte. Mit den Raketen haben wir die biochemische Wirkung des Blutes beim Abwurf getestet. Raketen? Etwa mehr rote Speere? Wie viele? Ich weiß nicht, viele. Ich glaube, Sloan hat kein Interesse mehr an den Tests. Und ich will gar nicht davon reden, was es mit normalen Menschen macht. Hat er deshalb die Seiten gewechselt? Sergeant, Sloan war nie auf irgendeiner Seite. Jetzt hat er die Raketen und... was er vorhat. Was ist mit der Nadel, Doc? Naja, dadurch werden sie mehr wie Sloan. Viel, viel stärker. Nur ohne die Nebenwirkungen. Nein, Doc. Niemals. Ich habe einer Lady einen Eid geschworen. Ihre Frau? Nein. Lady Liberty. Sie lehrte mich, dass Sieger keine Drogen nehmen. Interessantes Design. Irgendwie. Die alle für seine Operation wichtig sind. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie da sind. Dann gebe ich Ihnen alle Infos, die Sie brauchen. Das klingt nach einem Plan, Doc. Sind Sie hier sicher? Ja, solange Sloan nicht merkt, dass ich Ihnen helfe. Viel Glück, Rex. Ja, ich mache mal an der Stelle eine kleine Drehpause. Nach diesem schönen... Wenn Sie eine Garnison wie diese gesäubert Teufelshorn... Nach diesem schönen Teufelshorn-Demonstration. Genau, und das hier sind die Nebenmission Geisterrettung, Pfad des Raubtiers. Bei Geisterrettung, ja gut, spricht für sich selber. Pfad des Raubtiers ist eben, dass wir Tier oder einen Spezialauftrag haben, irgendeinen besonderen Gegner zu töten. Und das alles mit einer bestimmten Waffe. Ja, wie gesagt, ich mache hier eine kleine Drehpause und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht was draus und bye bye.